Hallo und herzlich willkommen zurück zu Empire Earth, dem Zeitalter der Eroberung. Und nachdem wir in der letzten Folge in die Mission reingeschaut haben, in die vorletzte Mission der Asien-Kampagne, geht's heute direkt mit Action los. Ich werde hier vorne mal gucken, dass ich hier alles hinstelle. Ich bin immer noch total überwältigt. Ich nehme ja jetzt direkt im Anschluss auf, was hier passiert ist. Was hier einfach nur passiert ist. Das ist so unfassbar. Ich weiß es nicht. Wehren Sie die Angriffe der feindlichen Truppen ab. Ich bin bemüht, dass ich das tue. Diesmal ernsthaft. So. Ich habe mich zu sehr aufs Bauen forciert und damit hatte ich natürlich jetzt das große Problem. Am Ende. Deswegen, ich versuche jetzt die Truppen so schnell wie es geht hier vor die Tür zu ziehen. Hier waren noch Helikopter im Anmarsch, das weiß ich. Ich brauche einen Skywatcher. Also, boah, Leute. Ich bin nach wie vor überwältigt. Ich bin nach wie vor total überwältigt darüber, was hier eigentlich passiert ist. So, da kommt ein Panzer. Unsere Roboter schießen schon. Ich brauche aber ein bisschen mehr als nur unsere Roboter. Ich brauche unsere ganzen Truppen hier vorne. Und ich brauche unsere anderen Stützpunkte, unsere anderen Truppen. Denn die haben diese Helikopter im Marsch. Ich bräuchte theoretisch noch Skywatcher, zwei Stück. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Angriffe abwehren können. Vielleicht kann dieser erste Trupp, der die Helis hinten dran hat, genau diese Haubitzen abwehren. Beziehungsweise sie erst einmal in Schach halten. Während wir hier versuchen, uns ein bisschen aufzubauen. Ich probiere es. Ich kann es nur probieren. Wir haben hier Holz. Theoretisch, das haben wir schon ausgegeben. Aber was ersetzt denn das Holz? Was ist das hier? Ein Forschungszentrum der VFAR. Können wir das angreifen? Was sagt ihr? Können wir das ein... Wir können das angreifen. Verteidigen Sie den Stützpunkt. Das ist klar. Unsere Paladin-Kanonen sollten genauso mit vor. Ich möchte versuchen, hier wenigstens ein bisschen was zu schaffen. Was ist denn mit unseren anderen Luftabwehrgeschützen? Bitte. Wo sind unsere anderen Truppen? Ihr seid ja mittlerweile hier vorne. Was ist denn mit euch verkehrt? Na gut. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung für mich. Wenn ihr jetzt hier angreift und uns Gegner im Schach haltet. Ja, da haben wir schon die ersten Bomber. Das ist nämlich genau mein Problem. Jetzt hier attackieren. Ich wollte gerade sagen, die Luftabwehr steht ja äußerst ungünstig. Oh nein. Zwei Burger weg. Ich habe es zu spät gesehen. Ich habe es zu spät gesehen. Wie sieht's vorne aus? Ja, die Bereitschaftspolizisten kriegen alleinig drauf auf den Deckel. Ihr seid immer noch unter Beschuss. Versucht mal hier noch anzugreifen. Das sozusagen ein bisschen zu flankieren. Das ganze Panzer mit vor. Das Tor hat bis jetzt gehalten. Das ist unser Glück. Aber wir haben immer noch diese Helikopter hinten dran. Das ist doof. Haben wir nicht noch einen Skywatcher in Ausbildung? Ja, müsste gleich kommen. Ja, die werden jetzt hier beschossen. Ich versuche ein bisschen Angriffe abzufangen. Unterdessen... Ach. Das ist das Holz. Ich hab's kapiert. Das ist hier das Holz. Dann baut mal dort einen Stützpunkt auf. Wie sieht's bei den anderen aus? Ja, ihr habt diese Helis noch im Anmarsch. Das ist ein bisschen ungünstig. Skywatcher mal mit vor. Ich versuche die mal ein bisschen anzulocken. Dass die mir in die Reichweite vom Skywatcher kommen. Vielleicht vom zweiten Skywatcher. Das wäre ganz toll. Ja, kommt mal jetzt noch ein bisschen näher. Die Reichweite muss gehalten werden. Skywatcher attackiert. Zweiter Skywatcher. Macht mit.
Sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Ja, ihr baut ab. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade mal den Moment, ein paar Burger hinzustellen. Nahrung haben wir ein bisschen. Reicht natürlich nicht ansatzweise. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit dem Forschungszentrum? Ach, ihr habt das Ding zerlegt. Euer Begehr. Ich gucke mal hinten auf die Karte, da sehe ich was Rotes. Oh ja, das UFO. Das UFO ist im Anflug. Das UFO aus Neurussland ist abgeschossen. Sehr, sehr gut gemacht. So, sammelt euch mal. Ich lasse die Truppen jetzt bewusst vor der Tür stehen. Ich weiß, das ist vielleicht nicht die cleverste Option, aber es ist überhaupt eine Option. So, ich sammle jetzt mal noch ein paar Burger, dass wir ein bisschen bevölkern können. Holz wird, also Holz, Kohlenstoff in dem Fall, wird gesammelt. Da kommt der nächste Angriff, diesmal wieder aus Neurussland. Diese Schwebepanzer sind echt heftig, ne? Sie kommen zwar, was das? Okay. Unsere Centurion-Panzer kommen zwar gegen die an, aber auch nicht in dem Maße, wie ich mir das gewünscht hätte. Denn wir kriegen ja hier mächtig, mächtig, mächtig einen drauf. Und das finde ich nicht so gut. Versucht die Panzer zu zerlegen. Versucht es mit allen Mitteln. Erster Panzer weg. Ich weiß, dass da hinten noch diverse Minotauren und sonst was stehen. Wir haben kein Gold. Das ist echt, echt ungünstig langsam. Das ist echt, echt ungünstig. Vielleicht sollte ich jetzt lieber Gold abbauen. So, dann baut mal hier noch was. Helikopter. Ah, du stehst alleine auf weiter Flur. Jetzt wird's eher ungünstig. Denn wir haben gegnerische Truppen vor der Tür stehen. Unser Panzer ist zwar in Reichweite vom Krankenhaus, aber das interessiert unsere gegnerischen Roboter nicht. Im Gegenteil. Was ich jetzt sehr, sehr uncool finde. Das Einzige, was wir machen könnten, ist, dass wir den Poseidon schicken und versuchen zu assimilieren. Warum schießt denn ihr da drüber? Wie finde ich denn sowas? Versuch mal vor die Tür zu kommen. Wenigstens den Hyperion abzuschießen. Sehr gut. So, du kannst jetzt versuchen zu assimilieren. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Na, ist nicht in Reichweite. Okay. Versuchen wir jetzt hier mal zu assimilieren. Läuft aber anscheinend nicht weg. Das könnte die Taktik sein. Jetzt wissen wir auch, wie das mit dem Assimilieren läuft. Wie viel Energie zieht das? Die Hälfte ungefähr. Hier wird schon wieder... Ja, Luftangriff, okay. So, ihr könnt bevölkern. Geht auch bitte bevölkern und lauft nicht irgendwo rum. Das Gold ist ja echt vakant, das bringt nichts. Luftabwehr funktioniert ein Stück weit, aber nicht gut genug bis jetzt. Ich brauche einen Haufen Nahrung. Was ist das? Was ist hier los? Der Poseidon hat sich selber verteidigt. Okay. Versuch nochmal zu assimilieren. Ist auch eine Variante, wie wir gegnerische Truppen rauskriegen könnten. Aus dem ganzen Mist. Solange unser Tor hält. Das ist die Voraussetzung des Ganzen. Bitte Gold sammeln, bitte Gold sammeln. Panzerabwehr bringt mir nichts. Ich brauche andere Dinge. Ich brauche... was waren das jetzt mit der Taure, ne? Hyperion waren's. Hyperion haben wir, glaube ich, gerade nicht. Also Pandora. Zwei Stück bitte mit vor. Kannst du wieder assimilieren? Nein, das sieht eher schlecht aus. Und fürs Tor sieht es auch schlecht aus. Bitte, assimilier die nächste Runde. Versuch es wenigstens. Bürger, haben wir wieder vier. Ich brauche Eisen. Ich brauche verdammt nochmal Eisen. Dass das hier vorangeht. Und ich brauche noch Bürger. Ich komme nicht drum rum.
So, wir haben zwar assimiliert, aber das reicht natürlich nicht. Da kommt jetzt ein Pandora. Oh, oh, ich sehe das Tor schon fallen. Das Tor ist jetzt sozusagen unser letzter Halt. Bevor wir jetzt ein kleines Problemchen kriegen. Das ist ein Pandora. Ich werde noch einen Minotaurus mit hinstellen. Wie sieht's aus? Weiter assimilieren. Los geht's. Solange das Tor hält. Das Einzige, was ich natürlich machen könnte. Genosse, für das Vaterland. Haben wir noch einen Bürger? Ja. Ja. Komm mal mit vor. Vielleicht können wir das Tor dadurch halten, aber wir müssten eigentlich noch ein paar andere Sachen reparieren. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt hier noch weiter verfolgen sollen. Okay, das Tor hat jetzt ein Riesenproblem mittlerweile. Versuch mal, das Tor zu reparieren. Versuch's wenigstens. Okay, es könnte helfen. Aber wir brauchen Stein dafür. Wir brauchen verdammt nochmal Stein dafür. Wie sieht's mit Fliegern aus? Ne, wir haben... Wir haben keinerlei Gold gerade und kein Eisen. Vor allem Eisen haben wir nicht. Ich versuche hier wirklich parallel alles zu tun. Welche... Oh, die Mauer ist vor allem betroffen. Mein Gott, was haben wir hier für eine Truppenansammlung vor der Tür. Versuch den mal noch zu assimilieren. Unser Tor hält gut durch. Aber es langt natürlich nicht. Es langt natürlich nicht ansatzweise. Stein abbauen, bitte. Ich versuche jetzt eigentlich noch Nahrung mitzukriegen. Was machst du jetzt? Nein, wir werden beschossen. Es ist Ares. Nein. Nein. Und ich darf keine Ares bauen. Oh Gott, wird das ungünstig hier langsam. Langsam wird's ungemütlich hier. Okay, also für sowas brauche ich Luftabwehr. Und das dringend. Das Mauerstück bitte. Oh Gott, die anderen Mauerstücke auch. Hat es der Apollo überlebt? Ne, der hat es nicht überlebt. Wir haben aber schon wieder gegnerische Lufteinheiten hier irgendwo gehabt. Das war ein Jäger und der hat einen Bürger mitgenommen. Oh, Manometer. Hier ist was los. Oh nein. Ne, Panzer, bleib mal auf Sendung bitte. Ich wollte gerade sagen, nicht rausfahren. Nicht rausfahren jetzt. Da steht ein Panzerabwehrgeschütz. Du kannst vielleicht Infanterie angreifen, aber mehr ist auch nicht. Und tschüss. Gleich wieder zurück. Das Tor sieht noch gut aus. Wir haben eigentlich gute Arbeit geleistet. Wie gesagt, bis jetzt langt es nur nicht. Ich brauche Truppen. Ich brauche alles, habe ich das Gefühl. Ich brauche wirklich alles. Das ist hier der blanke Stress, diese Mission. So viel sei schon mal gesagt. Wir müssen jetzt mal gucken. Ich versuche jetzt drei von denen hinzustellen. Ich versuche jetzt... Ja, Panzer werden uns nicht viel bringen, ne? Aber wir können sowieso nur einen Panzer hinstellen, weil uns die Ressourcen fehlen. Auch noch Nahrung. Wie sieht's aus? Die Mauer sieht schlecht aus. Die Mauer sieht auch mies aus. Dadurch, dass wir keine Türme hinstellen können, ist das Problem hier gerade echt vorprogrammiert. Wir müssen die Basis verteidigen. Das könnte helfen. Das ist die Idee. Natürlich. Artillerie, warum bin ich da jetzt nicht eher drauf gekommen? Zwei Artillerien bitte. Und das Pronto. Leute, und das Pronto. Hier reparieren. Hier reparieren. Vielleicht können die Artillerien jetzt hier Abhilfe schaffen. Die anderen Mauern sehen noch vergleichsweise gut aus. Aber ich sage bloß vergleichsweise. Ich bräuchte eigentlich noch Bürger. Wieder mal. Ich weiß.
Wie sieht's mit Gold aus? Gold läuft. Gold ist nicht das Problem. Eisen ist eher ein Problem. So, die Mauer hier drüben. Die andere Mauer dann infolgedessen auch. Wir können uns hier noch einmauern. Wir können uns hier noch eine ganze Weile einmauern. Anscheinend, wenn wir regelmäßig den Wall reparieren. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. So, Artillerie. Komfort. Was Ares? Oh nein. Viele Ares. Nein, 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 nein. Ganz viele Ares. Das gefällt mir nicht. Ich habe gehört, die Pandora können auch auf die Ares schießen. Ich sehe große Probleme. Die Bürger sind tot. Die Mauern hier so gut halten. Das Tor hat auch ein riesengroßes Problem. Kriegt er die Ares weg? Kriegt er die weg? Das ist die wichtige Frage jetzt hier. Das Mauerstück muss gehalten werden. Wie sieht es am Tor aus? Das Tor hält noch. Artillerie hat eine überlebt. Das ist gut. Okay, ich brauche noch einen zweiten Bürger hier unten. Und das schleunigst. Oh Gott, ich brauche vor allem Truppen. Ich brauche unsagbar viele Truppen. Wir hatten doch noch ein Eisenfeld hier irgendwo, ne? Ja. Bitte. Ich muss die Wirtschaft jetzt hier aufbauen. Parallel dazu vor allem. Das ist eben das Nächste. Ich versuche das jetzt hier irgendwie zu halten. Wo ist der zweite Bürger? Bitte vorreparieren. Nein, nicht rausrennen. Wir haben es geschafft, die Kolonieangriffe abzuwehren. Was? Zumindest für den Augenblick. Wir sollten rasch eine Satellitenbasis neben diesem Mineralvorkommen errichten. Bei der aufgegebenen Mine LK-769. Wir werden den Profit brauchen, um unsere Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Bitte was? Wir haben doch nicht den Angriff abgewehrt. Wir haben hier immer noch ein Riesenproblem. Wir sind immer noch mittendrin im Angriff. Leute, also wir können ja mal gucken. Ja, errichten Sie in der verlassenen Mine einen Vorposten zur Unterstützung Ihres Wirtschaftssystems? Ich glaube nicht. Noch nicht. Verdammt, ey. Wir müssen hier ausbrechen. Wir brauchen sogar noch einen dritten Bürger hier unten. Oh Mann, ey. Es wird hier noch lustig. So, ihr ans Eisen. Los geht's. Ich brauche Truppen. Und am besten ist Jägerbomber. Vielleicht ist das die Idee. Und zwar genau hier. Ich hoffe, dass es was bringt. Oh Mann, ey, die Mauern werden von allen Seiten beschossen. Wo ist der andere Bürger? Hier. Hier, diese Ecke. Die Mauern halten nicht mehr so lange, aber sie halten. So, wie war denn das mit dem Apollo jetzt? Apollo, Apollo. Apoll. Würde ich noch einen hinstellen? Sehr schön. Wir haben Gold zur Verfügung. Gold müsste ich nutzen. Ja, Panzerabwehrgeschütze bringen mir jetzt gerade gar nichts. So, was ist das? Ein Pandora bringt uns was gegen Ares. Halt, ich wollte keinen Pandora. Ich wollte Minotauren. Zwei Stück. Nochmal. Vor mit euch. Das Gute ist, dass unsere Artillerie hier repariert. Reparatur, bitte. Schnell. Jäger im Anmarsch. Unsere Jäger diesmal. Oh, Bürger hat was abgekriegt. Nicht gut. Wir haben wieder Ares vor der Nase. Nein, nicht das Tor aufmachen. Das war unser Bürger. Panzer würde es tanken. Tanken. Toll. Toll formuliert. Da ist eine Luftabwehr weg. Jetzt kommen sie noch rein. Das ist jetzt noch ungünstiger. Vor mit euch. Das haben wir jetzt den Ares zu verdanken. Die machen im Endeffekt dem Panzer keinen Schaden. Das ist unser Glück. So, die Mauer ist repariert. Die Mauer. Könnte jetzt unser Glück gewesen sein, dass wir dadurch was abgewehrt haben. Was steht denn hier noch? Die Zeus. Ist weg. Panzer kommt wieder rein. Tor reparieren. Die Jäger haben uns jetzt gerade wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern gerettet.
aber frag mich nicht nach Sonnenschein hier. Das ist ja mal der unsagbare Psychokrieg, diese Mission. Da sollte auch noch Luftabwehr hin. Theoretisch.